kommen bei Tag 31, Kapitel 31. Der heißt Alarmstufe, Rahmenstufe. Tag 31. Strahlend blendete das kristallblaue Wasser der Weser. Es stach wie feine Stecknadeln in den Augen und die vier Freunde mussten die Augen so sehr zusammenkneifen, dass sich von ihren Schläfen aus ein Schmerz durch ihre Köpfe zog. Sie saßen in ihren Booten, die wie Delfine geformt waren und deren Schnauzen nur knapp über der Wasseroberfläche dümpelten. Justus schaute über die Armaturen. Er hielt einen Joystick wie einen Computer oder einen Flugzeugsimulator in der Hand. Als er ihn nach vorne schob, neigte sich die Schnauze des Delfins und tauchte sanft ins Wasser ein, sodass die Wellen des blauen, lagunenartigen Wassers über ihm zusammenschlugen und der Fluss ihn verschlang. »Was zum Teufel?« sagte er zu sich, und Emma fragte über den Delfin im internen Funk, »Wie hast du das gemacht?« Scheinbar waren die vier Delfine der Freunde durch Sprechfunk verbunden. Kaum hatte Emma fertig gesprochen, tauchte auch ihr Delfin blubbernd unter Wasser und neben Justus auf. Es machte Platsch und schon tauchten Mike und Steffi neben ihn. »Ich liebe Delfine!« rief Steffi noch einmal. Mike beschleunigte und beschrieb eine weite Kurve, während der Delfin mit seiner mechanischen Schwanzflosse wedelte und weiter beschleunigte. Auch die anderen drückten ihre Steuereinheiten nach vorne und begannen Fahrt aufzunehmen. Sie beschleunigten nebeneinander her und all ihre Boote wedelten tatsächlich wie eine Delfinschule durch die Weser. Steffi lehnte sich zur Seite und tatsächlich vollführte die Delfin eine Seitenrolle. Und als Justus sich nach hinten lehnte, schoss sein Gefährt nach oben, durchbrach die Wasseroberfläche, flog in die Höhe, beschrieb einen Bogen und tauchte in einem wunderschönen Winkel wieder in das Wasser ein. »Emma, ich finde dich toll!« rief er vollkommen ansatzlos, aber auf seltsame Art und Weise auch zum Moment passend. »Ich sag sowas nicht oft, aber tatsächlich, ich finde dich toll!« Das rief er. »Eigentlich geht es mir aufgrund des Delfinbootes eigentlich sogar so gut, dass ich gerne rufen würde, ich liebe dich. Jedoch glaube ich, dass unsere Beziehung noch nicht an diesem Punkt angelangt ist. Ich finde dich auch toll!« rief Emma. »Jedoch teile ich deine Einschätzung, dass es übertrieben wäre, an diesem Punkt unserer Beziehung bereits ich liebe dich zu sagen. Denn aufgrund unserer Delfinboote ist dies nicht der richtige Moment für peinliches Schweigen. Aber auf jeden Fall danke.« »Gerne«, rief Justus zurück, durchdrang mit seinem Delfin abermals die Wasseroberfläche und vollführte einen waghalsigen Sprung inklusive Seitenrolle, welcher die seitliche Sonne auf der Finne seines Bootes aufblitzen ließ und die Menschen am Ufer des Wassers für einen Moment blendete. Während die vier Freunde unter und oberhalb der Wasseroberfläche ihre Spinnereien betrieben, gondelten über, unter und neben ihnen die Einboote und Kanus der Spinner umher. Die Armee der Spinner hatte sich nun komplett in die Boote begeben und begann ungeschickt loszupaddeln. Manche in den schmalen Einbooten der Amazonasvölker kippten um, schluckten Wasser und tauchten gurgelnd wieder auf, wussten erst nicht, wo sie waren, kletterten dann aber unbeholfen zurück in ihre Boote und bemühten sich, vom Fleck zu kommen. Andere, die in Katamaranen oder den Einbäumen mit Seitenauslegern der Inuit saßen, hatten es besser und behielten die Balance. Schauten in das Wasser, welches gestern noch kalt, stinkend und bergwasserbraun gewesen war. Ungläubig glotzten sie bis auf den Boden des Flusses, wo sie neben alten Fahrrädern, alten Autos, Kuhskeletten auch die kleinen Delfinboote der vier Freunde herumzischen sahen. Justus' Boot tauchte auf, stoppte, wiegte sich in den Wellen, dann öffnete er die Haube des Delfins, nahm das kleine Megafon, welches zwischen seinen Beinen verstaut war, zog es an die Lippen und schlug im lauten Ton vor, sich doch einfach ein bisschen treiben zu lassen. Augenblicklich hörte die Armee auf zu rudern und schaute begierig in den Fluss hinab. Manche öffneten ihre Proviantrucksäcke und öffneten sich eine Dose Bier oder eine der beinhalteten Rotweinflaschen. Wie herrlich das jedoch war! Ein Traum! Wie ein satt gewordener Wildbach in den Alpen plätscherte das Wasser unter ihren Booten hindurch und freute sich darüber, dass jemand sich doch endlich mal um sie
als Fluss gekümmert hatte, nicht immer nur als Fahrer, Transportweg überflüssiger Güter, nicht nur als Abwasserkanal, sondern sich als das, was sie war, die Weser, um sie kümmerte. Sie war alt und wunderschön. Ein Fluss, älter als alle Menschen, die sie kannten, uralt und trotzdem frisch wie damals, als sich der erste Tropfen vor Äonen von Jahrhunderten seinen Weg gebahnt hatte und als erstes kleines Nass die Ländereien fruchtbar gemacht hatte, um in das große Meer zu münden und durch die Ozeane die Welt zu bereisen. So ist sie, die Weser. Schön fühlte sich der Fluss Weser und tatsächlich war es mehr als ein Kompliment, dass nun wieder jung und alt, Mann und Frau, verliebt und verloren in ihr planschten und sich freuten, am Leben zu sein. Schön fühlte sich interessanterweise auch Mike, was mehr als seltsam war, da er lange nicht daran gedacht hatte, dass er irgendwie schön sein könnte, weil Schönheit ja nur dann etwas Gutes ist, wenn sie für den Schönen von Vorteil ist. Nun gab es in Mikes Leben kaum etwas, für das es sich lohnte, schön zu sein. Weil er mit den Frauen im echten Leben, das war nicht so wirklich was für Mike gewesen. Und wo keine Geschlechtspartner, da auch keine Attraktivität. Und wo keine Attraktivität, da auch keine Schönheit. Also Mike und Schönheit, das war recht schwieriges Neuland. Zumal Mike ja Schönheit auch nur aus der Ferne kannte. Sei es die Ferne, eine Sonnenbrille aufzusetzen und Frauen hinterher zu starren. Oder die Ferne, die aus dem Glotzen in den Computermonitor bestand. Aber so oder so saß er jetzt in einem Delfin, kurfte durch die karibische Weser und hatte gerade den Sprechfond von Enger, Emma und Justus gelauscht und musste an Steffi denken, jetzt wo er gerade das Liebesgeständnis gehört hatte. Ein Hochgefühl durchzuckte ihn, er befeuchtete seine Lippen, doch in dem Moment, als er all seinen Mut zusammengenommen hatte, um Steffi etwas Nettes zu sagen, machte es Bonk. Und Steffi hatte mit der Nase ihres Delfins spielerisch Mikes Delfin gerammt. Yeehaw! Rief Steffi und war ebenso schnell, wie sie in seinem Blickfeld erschienen war, aus seinem Blickfeld verschwunden. Ey! Rief Mike, während sein Delfin sich schlingernd wieder fand und nur knapp einem Riesenhaufen von alten Fahrrädern und Einkaufswagen entronnen war. Na warte! Rief er und riss das Steuer herum und machte sich an Justus Verfolgung. Beide kicherten und fühlten eine Nähe, die Justus, wäre es ihm nicht ähnlich gegangen, zum Erbrechen gebracht hätte. Reicht dann auch mal, ne? Rief er in seinen Sprechfunk und tatsächlich hörten Steffi und Mike recht schnell mit dem Rumgekalber auf und schwammen zurück in die Formation der vier Boote und bildeten eine frische, fromme, fröhliche und freie Delfinschule, in der Zucht und Ordnung herrschten. Langsam tauchten die vier wieder über die Wasseroberfläche. Um sie herum trieben die Spinner in ihren Booten, lachten und spaßten und machten Quatsch, triefen sich und so manch einer schubste den anderen ins Wasser, was aber keiner übel nahm, sondern sich sofort im Spaß rächte und den anderen aus dem Boot zog, ihn umarmte und mit ihm unter Wasser zog, was nicht nur zu einem lauten Lachen und einem anschließenden tiefen Blick in die Augen führte. Tiefe, intensive Blicke wurden getauscht und verwirrten die Anwesenden, in erster Linie asexuellen Nerds, welche diese Gefühle nicht so recht einzuordnen wussten. Nur die wenigsten küssten sich unauffällig und ungesehen unter der Wasseroberfläche, schwungen ihre Schenkel um die Taille des anderen und beobachteten die Perlen in der Sonne blitzenden Tropfen auf den muskulösen Oberkörpern der anderen. Das taten die wenigsten. Aber die Blicke wurden getauscht. Es waren so ähnliche Blicke kurz vor der Sexualität wie die Blicke, welche in einer Band von Musikern getauscht werden, kurz bevor sie in den Klängen zu einem untrennbaren Soundkollektiv verschmelzen und dann in einem endlosen Gitarrensolo in den Sternen gemeinsam verglühen. So oder so ähnlich sahen sich die Spinner in ihren Booten auf der Weser an. Und tatsächlich war dieser aufkeimende Sexualität ein interessantes Vorzeichen für einen Krieg oder wenigstens für eine tätliche Auseinandersetzung. Dieses Gefühl durchfuhr auch die Spinner. So manch einer von ihnen dachte sich, geil, Sexkrieg.
Krieg eigentlich schon geil, aber doch nicht so mega geil. Aber Krieg weniger ungeil als Sex geil. Deswegen geil Sexkrieg. Die vier Delfine tauchten zwischen den Booten auf. Die Klappen auf den Rücken der Delfine fuhren auf und die vier Freunde schauten sich um. Elektrizität lag in der Luft. Die Spinner saßen größtenteils in den Booten, streichelten ihre Speere und schauten sich seltsam an. Im Namen des göttlichen Auftrags unterbrach Justus das Geflirt unter den Männern. Schön und gut, aber alles zu seiner Zeit. Sie trieben mittlerweile auf die Domsheide zu und es war nur noch eine Frage der Zeit, ehe sie bei der Schlachte angelangt waren und es kein Zurück mehr geben würde. Justus schnappte sich das Funkgerät und hob es zu seinem Mund. Willehard, wir sind gleich da, was sollen wir tun? Fragte Justus in das Funkgerät und wartete auf eine Antwort. Nichts tat sich. Er wiederholte seine Frage, doch wieder bekam er keine Antwort. Was sagt er? Fragte Emma, die nun mit geöffneter Haube neben Justus trieb. Nichts, er antwortet nicht, sagte Justus. Vielleicht sollten wir mal vorfahren und gucken, was da überhaupt los ist. Ich meine, könnte ja auch sein, dass die da gar keinen Bock auf Stress haben und uns die Boote so überlassen. Ich meine, die sind ja auch alle versichert. Das antwortete Emma und blickte den Fluss hinunter. Mike, sag mal, gibt es bei eurem Spiel so eine Art Formation, die ihr alle kennt, die ihr jetzt mit den Booten einnehmen könntet? Fragte sie in Richtung Mike. Klar, vielleicht die Diamantformation. Oder diese andere Formation, alle nebeneinander, aber auch noch ein paar dahinter. Okay, kümmere dich darum, dass wir da ein bisschen geschlossen bei der Schlacht aufschlagen. Wäre ja schade, den ersten Eindruck so zu versauen. Denk dran, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Justus und ich fahren vor zur Schlacht und gucken, was hier überhaupt los ist. Wir funken euch gleich an. Mike sagte, okay. Und Justus und Emma tauchten ab und weiter nach vorne in Richtung Schlachte. Aber denk dran, äffte Steffi Emma nach. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Mimimi, Alarmstufe, Rahmstufe, bla bla. Manchmal frage ich wirklich, wer er glaubt, dass hier ist. Ich kann dich hören. Klang Emmas Stimme trocken aus dem Sprechfunk. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich eine Prinzessin in einem Delfin bin. Und jetzt kümmert euch mal um diese Leute. Steffi war es ein bisschen peinlich berührt, aber wischte die leichte Peinlichkeit weg wie ein leichtes Make-up nach einem peinlichen Date. Mike schaute nach vorne. Er nahm seine Flüstertüte und sagte, check, check. Und der Sound knallte vom Wasser getragen direkt in die Gehörgänge der Spinner, die vor ihm in den Kanus trieben und nach wie vor an ihren Sperren herumspielten. Also, sagte er, ich würde sagen, ihr habt ja alles. Also, Boote und Kanus und so, ich würde sagen, wir paddeln mal in Formation. Wir sind ja bald auch schon am Zielpunkt angelangt. Welche Formation denn? Schrie einer Mike hinüber. Ich würde sagen, antwortete Mike, wir machen dieses alle nebeneinander und noch ein paar dahinter. Und aber vielleicht auch noch ein paar daneben. Okay, rief der seltsame Spinner in ihrem Boot erstaunlich schnell und erstaunlich einverstanden. Sie trieben weiter und ließen uns schon fast die Osterdeichwiesen hinter sich. Justus und Emma gaben Gas und senkten die Nase ihrer Boote. Emma schoss voraus, knapp unter der Wasseroberfläche, und Justus folgte ihr. Sie wurde immer schneller, er klebte mit der Nase an ihrer Schwanzflosse und folgte ihr bei jedem Schwenker und jedem Abtauchen. Zischend floss das Wasser an den Scheiben ihrer Kanzeln vorbei, und als Justus nach vorne schaute, sah er knapp unter Emmas Schwanzflosse einen kleinen roten Knopf, auf dem Stopp geschrieben stand. Auch witzig. Stopp, dachte sich Justus. Was sich liebt, das neckt sich, das sagt man doch so. Vielleicht wäre es jetzt lustig, da mal einfach so mit der Schnauze gegen zu schwimmen. Ha! Das habe ich schon mal gesehen. Das machen Jungs mit Mädchen, die sie mögen. Habe ich gesehen. Das ist wie, wenn sich Jugendliche im Schwimmbad gegenseitig ins Wasser schubsen und dann lachen. Obwohl das in der Zeit, in der jeder immer ein Mobiltelefon in der Tasche hat, auch stark nachgelassen hat. Aber was soll's? Dachte er sich, schwamm noch näher von hinten mit seiner Schnauze an Emma heran und ditschte auf den Schalter. Irgendwo in der Schlachte saß Gott. Der Gott namens Justin an einem Tisch und trank Aperol Spritz.
Er fand es durchaus lustig, was sich der Mensch so ausdachte, wenn er als Gott sich mal irgendwie machen ließ, sich nicht einmischte. Und tatsächlich war es toll, wie sie sich Jahrtausend und Jahrtausend immer was Neues zu trinken ausdachten. Tatsächlich tat sich auf der Welt eigentlich nicht viel, außer alle paar Jahre ein paar neuer Cocktail. Er sah da und besah sich so die Menschen, die ihn nicht bemerkten, weil er diesmal nicht in der Form von Allah, Gott, Buddha, Xinu oder eines anderen der kommerziell erfolgreichen Götter angenommen hat. Nein, er saß da in seiner normalen Hose, über die er sich sowieso wunderte, denn es war schon seltsam, dass die kaputten Hosen im Handel teurer waren als die unversehrten. Auch wunderte er sich über die 100.000 Sachen, die überall über sein T-Shirt und seine Hose gedruckt waren. Aber tatsächlich waren alle hier von oben bis unten mit Sachen und Buchstaben und Symbolen bedruckt und sie benahmen sich auch auf eine Art und Weise, die ihn irgendwie sehr verwirrte. Die Frauen schienen den Unfreundlichen am Rockzipfel zu hängen und die Männer rannten den Dummen hinterher. Das war irgendwie auch anders gedacht gewesen. Was, wenn das hier schon der angekündigte letzte Kampf war? Die letzte Schlacht, das Armageddon? Und wenn die Schlacht nur daraus bestand, die Leute die doofen T-Shirts auszuziehen und die Frauen dazu zu bringen, die Menschen zu lieben, die gut für sie waren und den Männern zu sagen, dass ein Mensch nur so klug ist, wie die Dinge, die er begehrt. Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Aperol-Spritzglas und schaute über das Wasser, die Weser, die gut aussehen, an ihm vorbeifloss. Die zu teilen, da hätte auch Moses seinen Spaß gehabt. Das dachte er sich und da vibrierte sein Armband, leuchtete rot auf und sagte mit einer Roboterstimme, Pause-Modus aktiviert. Und plötzlich gefroren alle vor sich hin flanierenden Menschen hier in der Schlachte. Nichts, keiner bewegte sich mehr. Justin, der Gott, sah da und freute sich. Endlich hatte Justus mal die Pause-Taste gedrückt und endlich hatte Gott einmal Zeit, ein bisschen ungestört auf die Welt zu schauen. Und wenn es nur eine Woche wäre. Also jetzt nächste Woche Pause, habe ich das richtig verstanden?